Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen. Ihr seht heute wirklich fantastisch aus. Ich sage es oft, ja, aber heute meine ich es wirklich doppelt ernst sogar. Ihr habt euch wirklich rausgeputzt. Es ist Freitag. Was macht ihr heute? Habt ihr noch was Schönes vor? Schreibt es mir in die Kommentare, weil, ey, wenn ihr so gut aussieht, irgendwas müsst ihr vorhaben. Ich sag's, wie es ist. Habt einen wunderschönen Tag heute, ja, zum Anfang. Erstmal, wir hören jetzt rein bei Luna mit dem neuen Song Schwimmen. Lustige Geschichte, ich habe Luna letztens innerhalb von einer Woche, haben wir uns zweimal irgendwie gesehen, komplett random, auf zwei verschiedenen Partys, und da habe ich ganz, ganz kurz auch noch mit ihr gequatscht, wirklich zwei, drei Worte nur gewechselt, aber super sympathisch ist sie gewesen und hat mich sehr gefreut, sie endlich mal zu sehen, muss ich sagen. Von daher freue ich mich jetzt umso mehr drauf, hier reinzuhören bei Schwimmen. Übrigens, Schwimmen ist hier klein geschrieben, ist aber auch ein Verb, es ist ein Artikel davor, dann heißt es das Schwimmen. Ich wollte es nur sagen, Deutsch ist wichtig. Wir hören rein. Luna. Jetzt schon ein super ästhetisches Video. Man verlernt es, wie man schwimmt. Wieso verlernt man dann zu lieben? Oh. Stark. Direkt, finde ich, mit der ersten Zeile gecatcht. Hat sie mich direkt gecatcht. Ich war ein kleiner, wie heißt das? Wie heißt das denn? Hallo? Baseball. Ich war ein kleiner Baseball und sie hat mich direkt gecatcht. Wieso verlernt man dann zu lieben? Ich bin ein bisschen krank, Leute, sorry. Glaub langsam, dass es stimmt. Vielleicht bist du deshalb nicht geblieben. Was, wenn es für immer so bleibt, immer so bleibt, bleib ich dann für immer allein, immer allein. Es hört sich sehr, sehr nice an. Ich wusste erst nicht, ob ich es geil fände oder nicht, aber es hört sich sehr gut an mit ihrer normalen Stimme quasi und dann gedoubled mit diesem, ich weiß nicht, wie der Effekt heißt, aber es hört sich gut an. Bin seit Nächten nur am Schwimmen, doch mein Herz bleibt trotzdem liegen. Rennst du auch noch durch die Stadt, nur um dann zufällig an meinem Haus vorbeizulaufen? Weil jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe an der Maus, sehe ich irgendwie kein Licht von draußen. Bist du genauso am Ende wie ich? Oder kam nach dem Ende ein Anfang für dich? Boah, das ist so vibey irgendwie gerade, finde ich. Ich möchte gar nicht pausieren, weil es ist auch so eine schöne Art und Weise, wie sie das Ganze erzählt, in my opinion, dass man sich voll so reinfühlen kann und einfach zuhören möchte. Ergibt das Sinn? Kam nach dem Ende ein Anfang für dich. Auch das, wie sie es so in Relation stellt, so kam nach dem Ende ein Anfang für dich. Denn bei mir kam da irgendwie nichts, irgendwie nichts. Ich glaub, du hast mein Herz einmal komplett zerstört. Und seitdem funktioniert's einfach überhaupt nicht mehr. Ich lieb diesen Style gerade. Das ist für mich so richtig, keine Ahnung, richtig Kunst einfach gerade. I don't know. Also ist auch kein Song, den ich jetzt einfach 24 Stunden auf Repeat in meiner Playlist höre, aber dafür ist der Song auch nicht ausgelegt. Das ist einfach ein Stück Kunst irgendwie gerade, weiß ich nicht. Finde ich sehr, 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 sehr angenehm, das zu gucken und zu hören. Mir ist einfach überhaupt nicht mehr. Man verlernt nicht, wie man schwimmt. Wieso verlernt man dann zu leben? Eine wunderschöne Aufnahme. Glaub langsam, dass es stimmt. Vielleicht bist du deshalb nicht geblieben. Wow, wie schön sieht das bitte aus. Das ist mal wieder ein Poster, Junge. Das ist mal wieder ein 1A-Poster. Und das hört sich auch, by the way, gerade an, finde ich zumindest, wie so ein Song zu irgendeinem Film. Ich habe direkt Filmszenen im Kopf. Ich weiß nicht, ob mein Gehirn kaputt ist. Wahrscheinlich. Für immer so bleibt, bleib ich dann für immer allein. Damn. Bin seit Nächten nur am Schwimmen, doch mein Herz bleibt trotzdem liegen. Irgendwie, als ob ich nie geliebt hab. Krass. Irgendwie, als ob ich nie geliebt hab. Das ist richtige Kunst. Sowas gibt es noch. Ja, ich weiß, ihr macht auch große Augen, aber es gibt noch richtige Kunst. Ja.
in der deutschen Musikszene. Ich weiß, wir haben alle nicht dran geglaubt, aber wir sehen es hier gerade, wir hören es hier. Boah, wunderschöner Song, wirklich wunderschöner Song. Das ist für mich echt wie so ein, boah, ich weiß gar nicht, so ein Kurzfilm-Vibe war das irgendwie auch. Also, es hat jetzt voll so in mir so Filmszenen im Kopf ausgelöst und so wie sie es beschrieben hat, konnte man sich voll reinversetzen, reinfühlen. Dann noch mit den Visuals, ich lieb's, wie sie sagt, man sagt, man verlernt nicht zu schwimmen, aber man verlernt zu lieben so. Oder aber warum verlernt man dann zu lieben? Und wie sie dann halt eben auch sagt, ich bin die ganze Zeit, die ganzen Nächte nur noch am Schwimmen. Und sie ist halt aber, weil man das nicht verlernt, aber sie ist halt nicht mehr am Lieben in der Nacht, sondern nur noch am Schwimmen. So, ich brauch's gar nicht erklären, das werdet ihr schon gecheckt haben, Freunde, ja. Boah, irgendwie voll schön geworden. Ich weiß nicht, also nichts, was ich jetzt hier, wie gesagt, in meine, keine Ahnung, Daily Drive Playlist reinmache. Aber voll so dieses schöne Künstlerische hervorgehoben und diese Gefühle irgendwie sehr, sehr schön ausgedrückt und sehr schön verarbeitet, in my opinion. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ey, lasst mir auf jeden Fall eure Meinung da in den Kommentaren, Freunde. Und ich habe das Gefühl, ich muss noch viel mehr dazu sagen gerade, weil ich voll viel einfach nur genossen habe und voll auf mich habe wirken lassen. Es fühlt sich so komisch an, wenn ich so wenig sage dazu noch, aber ich weiß nicht. Schreibt gerne mal rein, ob es euch ähnlich geht mit diesem künstlerischen Aspekt. Und fand ich zumindest sehr schön. Gut, Freunde, lasst mich eure Meinung in den Kommentaren wissen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Und vergesst nicht reinzuschreiben, was ihr heute macht. Ihr seht doch so gut aus heute. Macht irgendwas Cooles, okay? Danke, wir sehen uns. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer. Und ciao.